Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Du Kollege Harry Potter, die Jahre 5 bis 7 und schon kommt ein affiger Schüler auf uns zugerannt. Okay. Also gut. Ja gut, ich habe wieder Spaß im Saal. Ich möchte einmal wissen, was man mit der Lampe dort machen kann, weil Ron hat jetzt ja diesen Ständer dafür. Zack. Ich möchte wissen, wo ich das platzieren kann. Das würde mich sehr... Ah! Genau. Ich brülle wieder rum, ey. Ja, gut. Und das war ja schnell gemacht. Also... Schüler in Gefahr. Befreit. Macht der irgendwas? Nun ja, egal. Wir machen erstmal mit der Story weiter. Gehen wir einfach mal hier rein. Der Drache fliegt in dem Himmel entlang. Oh ja, ja. Es macht so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Hallo. Oh nein! Die Ritter, sie verfolgen mich! Die dunkle Seite schlägt also mal wieder zurück. Wer ist denn das Level? Verhängnisvolles Dämonsfeuer. Sehr verhängnisvoll. Okay, machen wir erstmal hier. Zack. Die Bank kaputt. Ja, dann kann Hermine die Katze rausholen und mit B buddeln. Zack, schon haben wir die Blume für unseren Saft. Ich gebe noch gar keinen Topf für den Saft. Den packen wir jetzt sicherlich aus, wie ich dieses Taschenspiel kenne. Ja, toll, die Zutaten. Komm, haben wir erstmal hier die Weasley-Kiste. Da kommt sicherlich eine Rocket raus und dann können wir hier einen wegschießen. Ja. Genau. Ach, das kann ich da nicht in die Suppe tun. Das kann ich aber dem Affen hier geben. So, okay, erstmal die Blume in ein Züppchen. Wer ließ denn das? Erbsensuppe. Vom Grünheitsgrad her sind ein bisschen zu giftgrün. Einer. Zack, der Explosionstrank ist beseitigt. Beseitigt ist er ja nicht, aber in einer gewissen Weise schon. Okay, wie ihr habt den Da Vinci Code entziffern. Eieiei, der weiß doch, dass ich aufnehme, oder ist das ein Unwissender? Mal, eigentlich will ich das jetzt nicht wieder während des Aufnehmens machen. Wartet einmal. So, Online-Status geändert. Hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Wenn mich da alle 3 Sekunden irgendwelche Wichser in die Party ein... irgendwelche Leute in die Party einladen. Sorry, das Wort wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das war eigentlich ein Schnisch. Das war allgemeinisiert. Komm. Sollte nicht als Beleidigung wirken. So was rutscht mir immer raus. Eieiei. Was haben wir denn hier? Ein Skeleton. Ey, das hat... Lämpchen. Gut.
Dann ziehen wir nämlich hier die Kugel in die andere Lampe hinein. Kriegen wir jetzt Probleme mit denen? Ne, die fressen jetzt. Was macht der da? Hör auf, um zu meckern. Sorry, ich habe keinen Bock, dir zu helfen. Die Krone der Macht! Der Krexer nicht. Ich habe ganz viele Bücher, die möchte ich bei eBay verkaufen. Hilfst du mir? Jo. Okay, geht das gerade biegen? Ja, doch. Ist gar nicht so schlecht. So, einmal hier gucken, was in der Kiste drin ist. Wer hätte das gedacht? Ein Skelett. Zaubern wir es zusammen. 2 von 3. Der dritte haben wir wahrscheinlich schon übersehen. Destroyer. Ey, komm, einmal. Zack. Komm, die Bücher kann man noch irgendwie wegmähen, oder? Okay, aber wir brauchen erstmal das Teil hier. Und das klatschen wir dann daran. Ach, du hast doch die Katze, ey. So, komm, mach hinne. So, einmal hier durch das Laborröhrchen. Zack. Ja, so gehen die Bücher natürlich auch weg. We have it. Oh yeah. Oh, ich werde getötet, denn ich habe rote Haare. Der Drache der Finsternis erleuchtet in seinem roten Glanz und tötet Hermine gleich mit ihrem Schwanz. Mit seinem Schwanz. So. Ei, diese Epicness. Diese. Oh, wow, wow, die Scheiße verbrennt uns. Na komm, mach es weg. So, alles weg. Ich habe keinen Bock, da gleich wieder reinzufallen. Okay. Okay, okay. Nehmen wir den Eiswagen hoch. Oder was das auch immer ist, den Polizeiwagen. Danke. Nicht danke. Ach komm, da muss schon mehr Power hinter sein. Ach was. Okay, wir könnten eigentlich mal. Da waren wir gerade schon. Komm. Okay, pissen wir erstmal den Wasserstrahl. Nicht den Wasserstrahl. Ach komm, wir können auch hier außen rum gehen. Okay, Destroyer.
Und zack. Geld, Geld. Oh.